Kontext 21. Dealer-Paranoia und Antisemitismus. Eine Sendung von Markus Pinter und Robert Zöchling. Am 15. Dezember des vergangenen Jahres organisierte Kontext 21 gemeinsam mit der Grünen Bildungswerkstatt Wien eine Diskussionsveranstaltung mit dem Titel Dealer-Paranoia. Dies geschah aus aktuellem Anlass. Im Herbst 1999 starb ein nigerianischer Asylwerber bei seiner Abschiebung während des Fluges nach Sofia. Bald darauf fanden zwei Großrazzien gegen angebliche afrikanische Drogendealer statt. Diese Razzien liefen unter den Codenamen Operation Spring 1 und 2. Vor diesem Hintergrund entstand die Idee zu dieser Veranstaltung, um die Zusammenhänge von Rassismus, Drogen und dem Diskurs über organisierte Kriminalität öffentlich zu diskutieren. In der folgenden Sendung bringen wir Auszüge des Vortrages von Christoph Teuber von der Hamburger Gruppe Ratio, Rausch, Revolution. Christoph Teuber machte dabei Parallelen des rassistischen Diskurses zu antisemitischen Ressentiments deutlich. Im Gegensatz zu den Zuschreibungen, die Schwarze zu Schwarzen machen, beinhaltet ein antisemitisches Ressentiment wesentlich die Vorstellung einer unglaublichen, unfassbaren Macht. Deutlich zu beobachten war dieser Unterschied in Deutschland nach der Abschaffung des Asylrechts. Ich weiß nicht, ob da alle informiert sind. Anfang der 90er gab es eine große Kampagne, wo das Individualrecht auf Asyl abgeschafft wurde. Und da war das Bedrohungsszenario so, dass es Fluten von Menschen gäbe, die wir Deutschen, die wir alle im gleichen Boot säßen, bedrängten, uns die Arbeitsplätze wegnehmen und so weiter. Und was ich daran wichtig finde, ist, dass dieses Feindbild dass die Bedrohung hauptsächlich in der Masse bestand und in der unmittelbaren körperlichen Anwesenheit. Ja, nachdem das Gesetz in Kraft getreten war und somit von dieser Masse, die schon damals nicht existierte, aber nun auch schon bei den Rassistinnen nicht mehr gesprochen werden konnten, weil irgendeinen Erfolg wollten sie mit ihrem Gesetz ja haben, und seitdem gibt es auch wirklich kaum noch Einwanderinnen. Nachdem also das Gesetz in Kraft getreten war, verwandelte sich das Bedrohungsszenario, und diejenigen, die jetzt noch kamen, halt die weniger waren, waren verschlagen handelnde, über mächtige Verbindungen wie Schleuserbanden verfügende Subjekte. Eine Bedrohung sollten sie nicht mehr sein, weil sie angeblich in Vorgärten scheißen, aufgrund ihrer ungebändigten Potenz deutsche Frauen die deutschen Männer abspenstig machen oder deutsche Arbeitsplätze besetzen. Stattdessen sollen sie organisiert mehrfach Sozialhilfe beziehen oder, irgendwie alles kehrt alles wieder, im ethnischen Kollektiv verwandelt Drogen dealen. Sowohl in antisemitischen als auch in rassistischen Diskursen tauchte nur scheinbarer Widerspruch von Übermensch und Untermensch auf. Obwohl offenbar unvereinbar, werden diese Zuschreibungen ein und derselben Bevölkerungsgruppe gleichzeitig angedichtet. Der Unterschied in der Argumentation ist dabei, so Teuber, dass sie bei Juden und Jüdinnen als wahr erachtet werden. Es sieht hierbei auch eine Analogie im Diskurs über Drogen. Moishe Postone formuliert diesen Unterschied in seinem Text Nationalsozialismus und Antisemitismus, den ich für einen wichtigen theoretischen Text zum Antisemitismus halte. So, Zitat: Alle Formen des Rassismus schreiben dem anderen potenzielle Macht zu.
Die Macht ist gewöhnlich, aber konkret, materiell und sexuell. Die Macht des Unterdrückten, als Macht des Verdrängten. Die Macht des, in Tüdelchen, Untermenschen. Die den Juden antisemitisch zugeschriebene Macht wird nicht nur größer, sondern auch im Unterschied zur rassistischen Vorstellung über die potenzielle Macht der Untermenschen als wirklich angesehen. Diese Macht erscheint gewöhnlich nicht als solche, sondern muss ein konkretes Gefäß, einen Träger, eine Ausdrucksweise finden. Zitat Ende. Die Differenz in der Wahrnehmung der anderen, der eigenen Existenz entgegengesetzten, geht auch mit einem Unterschied in der Selbstwahrnehmung der die anderen projizierenden Individuen einher. Während sich der klassisch aufklärerische Rassist als Kulturmensch den unzivilisierten Wilden überlegen fühlt und diese nur als Naturkraft wahrnehmen oder als exotische Farbtupfer anerkennen kann, findet sich im wesentlich antisemitischen Ressentiment eine seltsame Verkehrung. Das nach Postone konkrete Gefäß, der Träger der unsichtbaren Macht, ist als hypostasierter Geist, der hier nicht dem eigenen, souveränen bürgerlichen Selbst, sondern den Juden zugeschrieben wird, als, genauso in Tüdelchen, Übermensch, gleichzeitig genauso unterwürfig gefürchtet wie als Untermensch, wie auch Postone das meint, verabscheut. Vielleicht kurz noch als Zwischenbemerkung, das sind alles so ein bisschen Fragmente einer Rassismustheorie, die nicht immer ausgeführt werden, sondern immer nur an den Punkten, an denen es für das Dealer-Stereotyp wichtig ist. Ich hoffe, dass es trotzdem einigermaßen klar, in was für einem Kontext sich die Argumentation bewegt. Also in dieser Verdopplung in Übermensch und Untermensch, ist eine zentrale Analogie zur Wahrnehmung von Drogen festzustellen. Schon die Existenz der Ware auf dem Markt erscheint den drogenpolitischen Eiferern als Bedrohung der eigenen Existenz bzw. derjenigen des eigenen Staatsbürgerinnenkollektivs, als dessen unmittelbaren Teil sie sich begreifen. Die dafür konstitutive Vorstellung unermesslichen unmittelbaren Glücksgefühls, die der autoritäre Charakter der Droge als Wirkung zuspricht, ist genauso Teil der projektiven Selbstwahrnehmung wie die empörte Zurückweisung des Verdachts, dass es dieses Glück ist, welches er, der autoritäre Charakter, herbeisehnt. Wegen mir, so seine Worte, müssten Drogen nicht verboten werden, aber die Kinder. Als Konsument weiß er, als Herr über sich selbst, mit allem, was an Herrschaft da drin steckt, mit der besonderen Ware nichts anzufangen. Weshalb eine Situation herbeihalluziniert werden muss, in der die Droge etwas mit ihm anzufangen droht. Also genau das, diesen Umschlagspunkt, dass die sich nicht als Leute begreifen, die etwas mit der Droge machen könnten oder nicht. Vielleicht gefällt sie ihnen, vielleicht mögen sie auch lieber Cola trinken. Sondern den Subjektstatus bekommt die Droge zugewiesen in dieser Konstellation. Der Widerschein der Subjektivität der freien und gleichen Ware Geldmonade, die auf dem Markt gemäß der eigenen Zahlungsfähigkeit sowie den Bedürfnissen zwischen Ariel und Persil wählen kann, kehrt als Bedrohung zurück und stempelt die Stofflichkeit der Droge zur unmittelbaren Macht.
Das ist erstmal eine Analogie, diese unmittelbare Macht, die ist wieder analog zu der unmittelbaren Bedrohung des natürlichen Untermenschen bzw. des rassistischen Moments daran. Als Subjekt, also das Gegenteil dieses Unmittelbaren, wird sie ähnlich dem fürchtet, während sie als konkrete Substanz verabscheut wird. Deshalb kommt es in keinem Antidrogenfilm dazu, dass die Eltern die bei den Kindern gefundenen Drogen zur Sanierung der Familienfinanzen zurück auf den Markt tragen. Könnte man erstmal bei berechnenden Staatsbürgern annehmen. Vor allen Dingen, weil die Kids ja auch die Familienfinanzen ruiniert haben werden bei den Preisen. Stattdessen wird der Stoff regelmäßig in einer genauso spontanen und hasserfüllten wie rationalen Aktion ins Klo gespült. Vollständig gerät dieses Bild, dieses Ausmalen der Bedrohung, allerdings erst mit der Figur des Dealers bzw. der Mächtigen im Hintergrund, die Fäden ziehenden Organisation, von der er geschickt worden sein soll. Zwar ist der Drogenmarkt, abgesehen von den Anbauländern, allein schon deshalb, weil es kein staatliches Gewaltmonopol gibt, welches die Verträge sichert, wesentlich weniger monopolisiert, also ziemlich jeder andere Gewerbezweig. Aber was tut das schon zur Sache? Dass der Großteil der Drogenimporte von Gruppen von der Größe eines mittelständischen Unternehmens, dem sogenannten Ameisenhandel, getragen wird, können sich eben diejenigen, die sich primär von einer unsichtbaren Macht in ihrer gesellschaftlichen Bestimmtheit als Arbeitskraftbehälter bedroht sehen, nicht vorstellen. Auch die häufigsten subjektiven Beweggründe für den Einstieg ins Drogengeschäft, da gibt es einen Stapel interessante Studien zu, warum Leute dazu kommen zu dealen, nämlich die Beweggründe sind Eigenbedarf und die Hoffnung auf ein etwas gehobenes Einkommen ohne besondere Qualifikation, müssen sich die braven Bürger verbieten zu denken. Erinnerte es sie doch zu sehr an das Glücksversprechen, dessen wegen sie sich einstmals der gesellschaftlichen Herrschaft, repräsentiert im Staat, unterwarfen.
Christoph Täuber kommt zu dem Schluss, dass der Dealer nur das Geld der Droge sei und seine Macht nur über den Besitz und Verkauf der Droge erhielte. Die Macht würde ihm nicht eo ipso zugeschrieben, wie Juden und Jüdinnen die Fähigkeit zur großen Weltverschwörung. Verhasst ist diesen identischen Subjekten, die es natürlich gleichzeitig nie werden können, weil sie sind Individuen und nicht die Gesellschaft. Verhasst ist ihnen die Vorstellung von Glück ohne Macht. Der Dealer ist dementsprechend, und jetzt kommt es ein bisschen wieder zum Ende des theoretischen Teils, der Dealer ist, analog zur Verdopplung der Ware in Ware und Geld, das Geld der Droge. Damit ist aber auch die Grenze der Dealer-Paranoia bei der Rekonstitution des Antisemitismus benannt und gleichzeitig auf die Verbindung zum klassischen Rassismus verwiesen, die der Antisemitismus erstmal ja nicht braucht. Der Dealer, und das ist sein Problem, oder das ist das Problem des den Dealer Halluzinierenden, erlangt seine Macht nur vermittels der Droge. Also die Vorstellung besteht darin, der Dealer kann deswegen so verschlagen handeln, weil er einen Stoff besitzt, den die Opfer des Dealens, also die willenlosen Süchtigen, die von denen eben nicht angenommen wird, dass sie das freiwillig machen, beziehungsweise bei Stoffen, die körperliche Abhängigkeit hervorrufen, was von Sucht zu unterscheiden ist, bei den Stoffen das zumindest mal freiwillig gemacht haben aber ansonsten ein einfach physiologisches Problem haben. Der Dealer hat also das Problem, dass er der Droge bedarf und er kann sich nicht, wie das in der jüdischen Weltverschwörung wäre, bereits aus eigener Machtvollkommenheit als Mächtiger setzen. Er bleibt ans Konkrete gebunden. Das wiederum macht Schwarze, die Opfer des klassischen Rassismus, in den Augen der Paranoiker verdächtig. Das erstmal das Ende des theoretischen Teils. Ich denke, es ist klar geworden, was ich am Anfang mit dieser These meinte. An den Grund der Paranoia, an den Grund der Projektionen, die Staatsbürger halt produzieren, kommt eben der Nachweis, dass es diese einzelne Person überhaupt nicht gedealt hat, nie Drogen besessen hat, von Drogen keine Ahnung hat oder was weiß ich auch immer, überhaupt nie heran. Das ist juristisch wichtig. Für ein politisches Dagegensetzen oder für eine politische Aufklärungsarbeit denke ich überhaupt nicht, der antisemitische Anteil einer ist, bei dem es auf das konkrete, besondere Individuum, den einzelnen Schwarzen, eben auch überhaupt nicht ankommt. Es interessiert überhaupt nicht, also es interessiert die Dealer-Paranoiker und Paranoikerinnen überhaupt nicht, was diese einzelne Person getan hat. Das Einzige, was sie interessiert, ist, dieses Gefäß für ihre Paranoia zu finden, nochmal in den Worten Postons. Und und das würde ich sagen, ist das politische Problem an der Sache, jenseits des Juristischen, bei dem man, denke ich, mit dem Antirassismus oder mit dem Erkennen, das hat was Rassistisches, relativ weit kommt. Thank you.
Diese Sendung gestalteten Markus Pinter und Robert Zöchling. Der musikalische Beitrag zur Sendung stammte von dem Saxophonquartett Mellow X. Es waren dies Auszüge aus den Stücken Ergendiado und G All One von der CD In Futura Minima. Ein Text von Danny Jung zum Thema Dealer-Paranoia, staatliche Repression und der Hass des Mobs ist in Heft 4 bis 5 1999 von Kontext 21 veröffentlicht und auch in der Internetausgabe unseres Mediums verfügbar. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.